Ich kann zum ersten Mal einen Badeanzug selbst an- und ausziehen. Sich nach Lust und Laune zu kleiden, ist für die meisten Menschen normal. Doch was tun Menschen mit einer Behinderung, den Hosen oder Jacken aus vielerlei Gründen nicht passen? Anna Franken, eine junge Modedesignerin, hat eine fortschreitende Muskelerkrankung. Kleidung von der Stange kann sie nicht ohne Hilfe anziehen. Es war mühsam, die Sachen anzuziehen, beziehungsweise ich brauchte sehr viel Hilfe dabei. Das brachte sie auf die Idee, während ihres Masterstudiums Mode für Rollstuhlfahrerinnen zu kreieren. Im Bachelor habe ich noch ganz andere Sachen gemacht. Also da habe ich Mode für Fußgänger gemacht, eher so Richtung Haute Couture. Und ja, das kam eigentlich dann im ersten Mastersemester, dass ich diese Idee hatte im Prinzip. Es gibt halt auch schon mehrere Firmen, zum Teil auch schon länger, die halt speziell Mode für Rollstuhlfahrer anbieten. Zum Teil kam ich halt auch mit dieser Kleidung nicht zurecht, weil bei mir halt neben dem Rollstuhl dann durch meine Erkrankung halt auch noch die Finger betroffen sind. Und meine Mode ist dann praktisch nicht nur für Rollstuhlfahrerinnen, sondern auch speziell nochmal für Frauen, die im Rollstuhl sitzen und die eben auch motorisch Probleme haben, durch eine Krankheit zum Beispiel. Das ist der Wintermantel Lilly. Und das Besondere ist halt an dem, dass der mit Magnetverschlüssen ganz leicht auf und zu geht. Schnappen dann auch ganz leicht wieder zu. Und die zweite Besonderheit ist die, dass der halt super ist, um mit dem Rollstuhl direkt an- und auszuziehen, weil man nicht darauf sitzt, sondern der halt hinten nur bis zur Hüfte geht. Vorne liegt er aber halt schön warm und flauschig so auf den Beinen auf und hält sehr warm. Also das hier sind meine zwei adaptiven Badeanzüge. Die haben halt beide den Vorteil, dass sie hier auch einen relativ langen Reißverschluss vorne haben. Wieder eine Greifhilfe, um den dann auch ganz einfach auf und zu bekommen. Und ich kann zum ersten Mal einen Badeanzug selbst an- und ausziehen. Der Clou an diesem Oberteil mit Hose ist, dass es ja sozusagen ein Jumpsuit ist. Also beides passt farblich zusammen, es sieht wie ein Einteiler aus. Ist es aber im Endeffekt nicht und dadurch ist es halt. Ich habe die Kollektion Go Your Own Way genannt, weil ja, ich einfach sagen will, gehe deinen eigenen Weg, auch mit Hilfe meiner Mode. Und das ist natürlich auch ein bisschen ironisch, dieses Go Your Own Way, weil meine Kundinnen ja ihren Weg eigentlich eher rollen als gehen. Also meine Crowdfunding-Kampagne wird jetzt auf startnext.com online gehen und dort wird man meine Kollektion Go Your Own Way erstmals vorbestellen können zum Early-Bird-Preis und durch eure Unterstützung wird dann meine erste Kollektion produziert und kommt Ende diesen Jahres in meinen Online-Shop, wenn ich eben das erste Funding-Level erreiche mit eurer Hilfe.